Hallo Arndt, ich habe gehört, er macht keine Ahnung was mit Emre Can. Ja, guter Junge kann ich nur sagen. Das heißt, behandle ihn gut, macht großen Spaß mit ihm her. Einer von drei Spielern, mit denen ich Deutsch sprechen kann. Ja. Vielleicht hat er deshalb schon so große Fortschritte gemacht. Der Einzige ist, der mich versteht. Meine Zukunft erträumt, indem ich Fußballer werde hoffentlich. Und das ist wahr geworden, einfach ein Traum, das ist wahr geworden. Ich kriege so oft eine Gänsehaut, wenn ich das erlebe, weil es ist einfach so, wenn man hier rausläuft und die Fans sind genau so cologne. Es wäre schön, wenn ich so einen Weg wie Steven Gerrard machen würde. Das ist so ein großartiger Spieler auf dem Platz oder neben dem Platz kann man sich ihn als Vorbild nehmen, weil er so bodenständig ist. Und ich habe sehr, sehr viel von Steven gelernt und wir schreiben immer noch ab und zu. Man sieht die Handschrift schon vom Trainer. Wir haben jetzt 4 Spiele gespielt. Er will das Pressing spielen und das sieht man im Spiel und Step by Step kommen wir immer weiter. Und, sieht man, dass wir das gut machen. Wir haben noch keine Niederlage unter ihnen und so kann es weitergehen. Wir wollten die EM gewinnen und haben leider so eine Klatsche bekommen im Halbfinale. Das hat schon wehgetan, aber ich habe daraus gelernt. Ich habe gelernt, dass man in jedem Spiel 100% Gas geben muss, dass man immer da sein muss, egal gegen man spielt. Man darf niemals einen unterschätzen. Und, ja, ich habe viel gelernt aus der Situation, aber wehgetan hat es schon. Es war einfach so, dass leider in meinem Viertel, wo ich herkomme, Kinder mit 14, 15 Jahren zu Drogen greifen. Und das kenne ich halt da. Und es ist einfach so, dass es schön, dass ich den Menschen vielleicht da weiterhelfen kann, indem ich hier Fußball spiele, indem sie sich vielleicht mich als Vorbild nehmen und denken, okay, lieber gehe ich Fußball spielen, und anstatt irgendeine Dummheit zu machen.